sag ich mal, Hallihallo, ne? Moin Moin auf meinem Kanal. Wir sind unterwegs. Ja, neben uns ist die B54 Höhe Wellinghofen und die gehen Stadthaus jetzt. Gibt zwar manche Ecken, da muss man aufpassen bei den Ein- und Ausfahrten, aber ansonsten ist ein schöner Fahrradweg und Gehweg. Da fangen sie wunderbar an zu fahren. Jetzt sind wir von der Bundesstraße getrennt. Teilweise da hinten sieht man sie gleich wieder. Können wir mal schauen, ob ihr es sehen könnt. Jetzt ist bei euch auf der rechten Seite von mir. So. Und wir gehen heute mal hier hoch. Ne? Sind jetzt aber schon teilweise, ja, 4 Kilometer sind wir schon unterwegs. Hab mir gedacht, sonst seht ihr immer denselben Anfang. Ne? Klingt ja auch nicht. Also, wenn was kommt, ich hole euch raus, ich mache euch an. Also, bis gleich. Ja, wir sind jetzt oberhalb des Golfplatzes in Dortmund. Das ist oberhalb der Willinghofen, ist das Reichsmarkt. Hier gerade weiter oben war ein Parkplatz. Hier sind auch noch verschiedene Reitanlagen, die, wo sie dann mit ihren Pferden hier durchreiten. Also, wenn man hier durchgeht oder fährt, immer ein Auge haben für die Leute mit den Pferden. Natürlich auch für die Pferde. Ja, hier sehen wir den Golfplatz. Ich meine, ich weiß nicht, ob ihr es erahnen könnt, aber da ist eine rote Fahne. Mal sehen, ob wir das nachher ranzoomen können. Ja, das Waldgebiet teilt sich hier. Da führt eine Straße durch beim Golfplatz. Und da ist der andere Teil. Da gehen gerade Golfer. Drei Golfer gehen da. Und außerdem, man kann nicht viel erhaschen von dem Golfplatz. Und natürlich ist es auch untersagt, da drauf zu gehen. Es sei denn, man ist Mitglied. Aber ansonsten, vielleicht haben wir hier mal eine gute Sicht, wo man so durchgucken kann. Oh, da sieht man das Grün. Da hinten sind noch welche. Golfback, die kommen da. Ja, wir sind jetzt unterhalb der Hohen Sirich. Noch auf der anderen Seite. Da. Dort oben, da müssen wir hin. Ja, wie ihr auch lesen könnt, Sieburg. Ja, wir sind jetzt hier knapp unter dem Fuße von der Sieburg. Den Aufstieg an der Spielbank. Ja.
Aber die letzten Meter kommen. Die letzten Meter. Wie ihr schon erahnen könnt, auf der Hunsi, wo ich Kaiser Wilhelm Denkmal, ja. Ich versuche es gleich mal ran zu zoomen, aber ich kann euch sagen, auf dem Turm, da sind heute welche unterwegs, aber auch logisch. Na, das sind ja mal dicke Stahlseile. Aber hallo. Kleine Daumen, Finger, ne? Zeigefinger. Ja. Wenn wir jetzt da hochgehen würden, ist da die Hohensiebrich. Zumindest eine Aussichtsplattform. Wo wir gerade oben waren.
Da geht's ganz schön hoch. Möchte ich nicht runterfallen. Willkommen im Naturschutzgebiet Ruhrsteil, Hänge Hohensiebrück. Ja. Und für uns geht es noch weiter runter. Also, bis gleich, melde mich ja zwischendurch eventuell nochmal, sobald es geht, weil der Weg. Ja, wie man hier auch schön sieht, das Grüne im Wasser. Ist kein Moos oder so, nein, das ist eine Insel, weil so viel Wasser abgelassen wurde. Hier am Hengstersee. Ja, und wir haben noch ein paar Meter nach unten. Also noch ein paar Meter runter. Ja, hier sieht man wunderschön auf der gegenüberliegenden Seite, wie tief das Wasser runtergegangen ist. Auch da, wo die Ruderboote sind. Also definitiv über 1 Meter ist der Wasserpegel nach unten gegangen. Jo, das soll der Wanderweg sein. Ja, zumindest nach Komoot. Ne? Also könnt ihr mir ja auch folgen. Ne? Alles unten in der Videobeschreibung ist der Link. Aber ich sag mal hier. Ich glaube, dem Weg läuft nicht jeder. Da geht jeder da unten die 100 Meter eine Straße entlang und geht dann im Wald rein. Und nimmt nicht diese komische Abkürzung, der dann nicht so lange auf die Straße geht. Das ist nicht der erste Baum, der hier so liegt. Und es geht ganz schön hoch. Ja, zumindest bin ich nicht so groß. Das geht ja. Das geht ja. Mit 1,74 Größe geht das. Hey. Eins sage ich euch. Bäume sind hier aber umgeknickt wie Streichhölzer. Da hinten, hier vorne. Und da oben liegt da irgendwo noch drauf. Nochmal ein richtiger Sturm kommt. Zack, ist er unten. Ach, wir müssen da jetzt irgendwie hoch. Schauen wir mal.
Ja, was soll ich groß sagen, ne? Mitten im Wald kommen wir gleich am Pferdestall raus. Über Reitanlage. Ja. Zwischen Hohensieburg und Höchsten. Dort befinden wir uns jetzt. Ja, wir sind jetzt am Ellberg angekommen. Da war ja gerade eine Ampel. Schöne Grüße an den Autofahrer, der aber knallrot drüber gebrettert ist. Ja, ist natürlich auch ein bisschen schwer, ne? Rote Ampel zu sehen ist schwer. Naja, aber damit schöne Grüße. Wollte ich noch mal kurz anmerken, ne? So was rot geht gar nicht mehr. Ja, wir sind jetzt hier auf der Endetappe. Biegen wir gleich rechts ab durch den Wald, bisschen entlang laufen. Jo. Ist noch nicht zu Ende. Lippen ein bisschen trocken. Trinken holen. Ja, das steht jetzt auf dem Programm. Das, was ich mit hatte und so, alles weg. Ja, da sind wir jetzt unten in Hörde angelangt, kurz vorm Phoenixsee. Sind noch diese Brücken, Tunnel, ja, die sind noch da. Ja. Brauchen wir gleich noch einmal kurz um den See rum, eine Seite. Ja, und dann haben wir den Gang für heute beendet. Gucken, wie die Aufnahmen gleich noch sind. Am Phoenixsee. Ja. Die Sonne ist auch schon teilweise untergegangen.